Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ich habe jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm gewählt, jetzt habe ich auch wieder eine Uhr, hurra. Ich hoffe, das klappt jetzt hier besser, auch dass sich das Spiel nicht mehr so aufhängt. Wir sind auf Dagarigua, schon lange nicht mehr hier gewesen und scheint noch alles heile zu sein. Mara scheint hier nichts angestellt zu haben. Quatschen wir doch mal mit unserer hübschen Patty. Da ist noch eine Sache. Ah, ja? An Bord wird gemunkelt, dass der Pirat Harlock in den südlichen Gewässern aufgetaucht sein soll. Harlock? Den Namen kenne ich. Er war Koch in der Vulkanfestung. Ach, früher war er mal Smoothie auf dem Schiff meines Vaters. Warum hast du nie erwähnt, dass Harlock auf Faranga war? Naja, wir hatten viel um die Ohren, wenn du dich erinnerst. Keine Ahnung, ich wusste nicht, dass er dich interessiert. Ich glaube, das untere, würde ich sagen. Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass er dich interessiert. Und ob? Er hat das Tagebuch meines Vaters gestohlen. Tagebuch? Wovon redest du da? Dem Schatz meines Vaters. In dem Tagebuch hat er alles darüber aufgeschrieben. Ich habe noch eine Seite davon hier in meiner Tasche. Was steht denn da auf deiner Seite? Ich glaube, es ist ein Rätsel. Vermutlich ein Hinweis auf eine tödliche Falle. Hier, nimm sie. Jetzt darfst du mal die Rätsel lösen. Vielen Dank. War ja klar, wenn es schwierig wird, bin ich wieder dran. Ein neues Rätsel, also ich hatte es schon vermisst. Ja, wieso soll man so zickig sein, oder? Nehmen wir das untere. Ein neues Rätsel also. Ich hatte es schon vermisst. Ja, ich irgendwie auch. Na dann lass mal sehen. Wenn diese Seite fehlt, kann Harlock ja noch nicht weit gekommen sein. Und wie ich meinen Vater kenne, gibt es bestimmt noch mehr Hinweise. Ah, ich hab's. Ich habe meinem Vater doch einen Schlüssel abgenommen. Ach ja? Ja, und ich weiß jetzt, was wir damit machen. Wir durchsuchen auf Takarigua seine Seemannskiste. Na, das fällt dir ja früh ein. Wenn du eine bessere Idee hast, bist du herzlich eingeladen. Hier hast du den Schlüssel. Übrigens, auf dem Schiff geht das Gerücht um, ein Druide sei auf Antigua gesehen worden. Was? Ein Druide? Der einzige Druide, den ich kenne. Stimmt, Eldrick. Richtig, ja? Der einzige Druide, den ich kenne, ist Eldrick. Er lebte früher als Eremit auf der Insel Faranga und hatte mit der ganzen Zivilisation nicht viel zu tun. Er ist ein Forscher und studierte damals das plötzliche Auftauchen dieser unterirdischen Tempelruinen. Ja, richtig. Er half dir beim Kampf gegen den Feuertitan. Das ist aber schon sehr lange her. Was zum Henker macht er auf Antigua? Ich würde ihn gerne wiedersehen. Oh ja, das untere stimmt auf jeden Fall. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Druiden sind Vorboten des Bösen. Jedes Mal, wenn einer von den Kerlen irgendwo auftaucht, gibt's Ärger. Eben. Es muss etwas Bedeutendes sein, was ihn dazu veranlasst, sich zu zeigen. Wir sollten uns besser mal ansehen, was er auf Antigua treibt. Wie du meinst. Wie können wir das Titan-Artefakt deines Vaters finden? Wo könnte der Druide auf Antigua sein? Wegen des Schatzes deines Vaters, komm mit, es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Fangen wir von oben an, oder? Also. Wie können wir das Titan-Artefakt deines Vaters finden? Mein Vater hat sich schon immer gerne einen genehmigt. Vielleicht hat der Buß etwas von dem Artefakt erzählt. Der Kerl ist eigentlich ganz in Ordnung. Informationen sind neben dem Rum sein Kapital. Meinst du, er erzählt mir einfach so von dem Artefakt? Jetzt, wo mein Vater tot ist, will er bestimmt nicht, dass das Artefakt in falsche Hände gerät. Na, dann hoffen wir mal, dass er was weiß. Ja, das hoffen wir wirklich. Wo könnte der Druide auf Antigua sein? Wenn jemand weiß, was in einer Stadt geschieht, dann der Wirt einer Taverne. Die Idee ist gut. Wegen des Schatzes deines Vaters. Wonach genau soll ich auf Takarigua suchen? Durchsuche einfach seine Truhe nach einem weiteren Hinweis. Ich bin mir sicher, dass wir etwas finden werden. Na, hoffentlich. Wo finde ich die Truhe deines Vaters? Folge der Treppe links in das große Haus am Hafenkai. Die Truhe steht in dem zweiten Raum hinter der linken Tür. Sein Name müsste draufstehen. Daher wirst du sie schon finden. Was? Wohin? Wie können wir Harlock finden? Ich habe gehört, er soll bei einem anderen Piratenkapitän angeheuert haben. Oje. Ich glaube, Captain Garcia. Ja, so war's. Oje. Harlock muss sich irgendwo bei Garcias Crew befinden.
Na großartig, dieser Trottel. Wozu brauchen wir eigentlich dieses Tagebuch? Mein Vater hat den Aufenthaltsort der Schatzinsel in sein Tagebuch geschrieben. Wir finden die Insel niemals ohne das Buch. Aha. Auf den fehlenden Seiten steht offensichtlich, wie wir an den Schatz kommen, wenn wir auf der Insel sind. Typisch dein Vater. Komm mit. Es wird Zeit, den Kurs zu setzen. Ende. Na, komm mit. Komm mit. Ei. Ei, Captain. Betty schließt sich dir an. Das ist sehr gut. Wir können gar nicht auf ihre Frauenpower verzichten. Das ist völlig unmöglich. So, meine Hübsche. Auf geht's. Na, Chani? Der Boden ist schwach. Was? Ach so, du meinst das Schwanken des Schiffes. Tja, so ist das bei der Seefahrt. Die Boote der Shaganumbi sind auch schwankend, aber viel kleiner. Da hatte ich nie so ein Gefühl der Ohnmacht. Ich konnte jederzeit wieder herausspringen, wenn es zu schlimm wurde. Mir ging es am Anfang genauso. Stell dich nicht so an. Du springst mir jetzt aber nicht einfach über Bord oder sowas, ne? Das untere. Du springst mir jetzt aber nicht einfach über Bord oder sowas, ja? Oh no. Aber es ist nur... Was? Das hier gehört nicht zu meinem Volk. Du wirst dich schon bald daran gewöhnt haben. Chi. Die arme Chani. Och, Menno. Armes Mädel. So, Moment, ist hier anders eingerichtet worden? Extra für uns? Wie cool. Das ist aber... Nein, falsch. Nichts anderes eingerichtet. Anderer Raum. So ist das. So ist das. Hallo, Chefkoch. Ich koch uns was Leckeres. Ja, das wäre fein. Das ist eine gute Idee. Aber aus den Knochen, naja, wahrscheinlich macht er daraus eine Brühe, ne? Knochensuppe. Eine Rindsuppe, eine köstliche. Naja, stimmt, da geht's ja auch noch runter. Genau, und drüben wieder rauf, ne? Da liegt nichts für uns versteckt. Oh. Ja. Da auch nicht, ne? Nein. Oh, ruck. Oh, ruck. Na, Fisch. Na gut, dann gehen wir halt mal von Bord. Hallöchen, na, Curtis, genau, Morris wollte ich schon sagen. Kennst du mich noch? Halt. Curtis? Was kannst du mir beibringen? Wie sieht's mit einem Kampf aus? Ich habe einen der Jungs zum Tor geschickt. Oh. Ich habe einen der Jungs zum Tor geschickt. Und die anderen schleppen wieder Wasser. Gut gemacht. Ups. Das habe ich voll vergessen auszurichten. So. Ein großes Haus links. Was? Von wo? Wie mache ich mich? Wir sollten uns wieder trennen. Warte hier, ich habe Grog. Eigentlich habe ich Grog, ja. Hallöchen. Na, Lago? Zu einem guten Dieb, okay. Hank ist noch da. Hallo, Buß. Hey, Junge. Die Leute quatschen, dass Captain Stahlbart von dem Kraken erwischt wurde. Das stimmt. Mara hat ihn getötet. Bei Neptunsbart. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Ich hätte nicht gedacht, dass es den alten Haudegen jetzt schon trifft. Dabei hatte ich meine Hoffnung darauf gesetzt, dass er den Fluch wieder bricht. Naja, hat nicht ganz geklappt. Hat Stahlbart dir vielleicht gesagt, wo er sein Artefakt versteckt hat? Artefakt? Noch nie gehört. Komm schon, du weißt doch was. Raus damit. Ich kann nicht. Ich habe ihm schließlich mein Wort gegeben. Wenn du es mir nicht sagst, kann niemand Mara aufhalten. Stahlbart ist tot. Er kann nicht wissen, was du sagst. Doch, kann er sicher. Aber das obere. Wenn du es mir nicht sagst, kann niemand Mara aufhalten. Na schön. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Aber er hat mal darüber gesprochen. Und? Ja, das ist schon eine amüsante Geschichte. Eines Tages kam er abends hier herein und ließ sich wie so oft feiern. Er behauptete, dass er das beste Versteck gefunden habe, das es zwischen Lufttempel und Meeresgrund geben könne. In Glacias Schatz. Was? Ja, ich habe noch gesagt, du bist doch bekloppt. Der gierige Lump merkt das doch. Aber Stahlbart meinte, wenn es einen Ort gäbe, an dem Glacia nicht sucht, ist es sein eigener Schatz.
Ist ja toll. Und wie finde ich den? Keine Ahnung. Aber hier wurde gemunkelt, Garcia sei zuletzt in Caldera gesehen worden. Großartig. Na dann, vielen Dank. Ach du Heilige. Moment mal, können wir bei mir noch das Bier braun lernen? Da kann ich auch Tränke machen. Und irgendwas wollte ich noch machen. Stimmt, ich wollte noch mal ganz kurz, warte. Nochmal Audio, und zwar Stimmenlautstärke. Ja, haben wir schon Vollgas. Aha. Effekte. Brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Ich habe immer die Sorge, dass es nicht laut genug ist. Wartet kurz. Dass ihr da zu wenig hört vom Spiel. Das würde ich natürlich nicht haben wollen. So, ich probiere es mal so. Ich hoffe, dass es für euch angenehmer ist. Entschuldigt bitte vielmals. Ich glaube, das geht. Wen haben wir hier noch? Du wärst nur normaler Pirat, ne? Ja. Okay, hä? Seit wann? Hä? Wieso ist die offen? Raus hier! Entschuldigung. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Du hast die Tür vergessen zuzumachen. Kann ich ja nichts dafür. Das ist doch einladend. Ich muss mal auf die Karte schauen. Karte, genau. Aufs Logbuch schauen, wollte ich sagen. Schatz von O'Brien. Genau, der ist Aufenthaltsort des Schatzes. Warte mal. Auf der Karte markieren? Wo war denn der? Ach so, hier drüben. Richtig. Über den Wasserfall drüber und dann daher. Wasserfall. Ja, da waren halt die Wasserträger, ne? Darüber und hier ist die Truhe. Bin ich so blind gewesen? Habt ihr übersehen? Yep. Schaut so aus, ne? Stahlbarts Geist. Ja, ja. Stahlbarts Artefakt. Nicht mehr sagen, bla bla. Der Schnapsbrenner, bla bla. Stahlbart versteckt hat. Bus könnte das wissen. Ich sollte ihn mal fragen. Stahlbart hat seine Fakten bei Garcias Schatz und so. Der Gierige auf den Spuren Garcias. Ich muss herausfinden, wo sich Garcia aufhält. Garcia soll zuletzt in Caldera gesehen worden sein. Dann die Sturminsel, die Schatzinsel. Sturminsel waren wir noch nicht. Die Sturminsel. Auftraggeber. Falscher Knopf. Nein. Pfui. So, ich wollte nur rauszoomen. Hier muss ich hin. Aha, da drüben. Spencer, Antigua. Ah ja, natürlich. Darum kann ich auch nicht draufschauen. Ah, Caldera haben wir hier. In der Kristallfestung befindet sich das Hauptquartier der Inquisition. Großartig. Insel der Toten und die Schwertküste. Okay. Da wäre auch noch was da, ne? Da so kleine Inseln, vielleicht kommen wir da auch noch mal hin. Okay, das geht noch nicht. Brauchen wir noch eine Karte, können wir aber bestimmt hinsegeln. Alles klar. Dann die Schatzinsel, Stahlbarts Schatz. Betty helfen, endlich Stahlbarts Schatz zu finden. Stahlbart, ehemaliger Smoochie Hanok, müsste sie darüber wissen. Schatz zu finden müsste, wie Stahlbarts Rätsel lösen. Seine Tagebuchseiten sollten uns dabei helfen. Stimmt. So. Dann muss hier irgendwo Inventar vielleicht benutzbar. Trank. Scharfblick. Bla bla bla. Nein, vielleicht bei Plunder. Da, 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 da. Übelriechender Brief. Tagebuch Seite 2. Diese Seite habe ich von Patty erhalten. Der Schlund der Erde ist tödlich. Nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. GS 2 von 4. Okay, 4 Seiten insgesamt, alles klar. Schwertdingens, Schwertohrring, da 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 da, Rezept, Idol. Okay. Wir können Zucker gebrauchen. Bloody Mary braun und so. Ich gehe jetzt erstmal den Schatz holen. Also. Der müsste jetzt da hinten sein, wo die Wasserträger sind, ne? Wo die gezankt haben. Da geht ja über den Wasserfall, geht sie ein Stückchen weiter. Und dort müsste dann gleich der Schatz sein. Das wundert mich echt, dass ich den übersehen habe. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon schief und krumm gelacht haben oder geärgert haben im schlimmsten Fall. Halt, nicht lecken.
Also es müsste dann hier drüben sein, Koruk. Die haben auch schon gemacht, alles klar. Und dann muss ich schauen, dass es noch Nacht wird. Dann muss ich oben hin bei Buß sein Schlaf gemacht. Da ist noch eine Truhe, die auf uns wartet. Und dann gibt es noch die eine oder andere Kiste, ne? Also Truhe. Die haben wir auch noch nicht aufbekommen. Ich glaube so in der Höhle oder so. Tatsächlich, ich habe das voll übersehen. Ach, wie übel. Ist hier das rote, fette Kreuz. Wahrscheinlich habe ich keine Schaufel gehabt oder so. Damals. Ist das eine gute Ausrede? Ich hoffe. So, ja. Ja, das geht aufs Kreuz, ne? Ganz schön schwer. Jo. Und Sesam, öffne dich. Smaragd. 800 Gold. Bist du deppert. Goldpokal und eine Schale. Bitte nehmen wir alles mit. Ja, schön. Der Schatz hat sich wirklich gelohnt. Da werden wir auch sofortig speichern. Auf einen neuen Speicherstand. Nämlich hier, da drauf. So. Gut, dann hätten wir das hier schon mal. Neue Quest, oder? Die Frage ist nur. Genau, den Kamm. Mit einem Zinken-Kristallfestung. Okay, linker Stiefel. Der Handspiegel, ne? Der wäre gut, der kostet 2000. Mhm. Kanonenkugel. Expedition, Dings, das habe ich auch keine Ahnung, wo das sein könnte, aber das kann man wahrscheinlich auf der Karte schön nachschauen. Jetzt ist die Frage. So, wo finden wir das? Nicht hier. Nirgendwo. Gassier. Achso, da muss ich wieder Gassier finden. Genau so war das. Sind wir dann jetzt hier schon fertig? Weil dann können wir nämlich mal schauen, was Eldrick... Auf ihn wäre ich sehr gespannt, ehrlich gesagt. Dann können wir dann noch den Handspiegel mitgehen lassen. Also mit... Also kaufen. Und dann segeln wir weiter mal fürs Erste. Weil so gesehen haben wir hier ja nichts Großartiges zu tun. Was Viecher betrifft, haben wir so gut wie alles umgehauen schon. Achso, es könnte was nachgespawnt sein, oder? Gibt es sowas überhaupt noch? Da-da-da. Dildu, da-da-da. Da-da-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Irgendwie Hügel, großes Haus. Links Hügel rauf. Was? Also mit Stahlbad Schatz, ne? Welcher Hügel? Welches Haus? Hi? Ach ja, und das Brauen. Ich wollte noch das Brennen lernen. Und ich wollte noch, dass es Nacht wird. Stimmt. Boah, jetzt wäre ich was zu früh abgehauen hier. Ein Hut. Okay. Dann nehmen wir mal mit. Genieß es. Jeden Augenblick. Wir können uns vielleicht echt hinlegen. War, es leckt. Bitte, hör auf zu lecken. Okay, das Spiel hat sich doch wieder aufgehängt. Wir hören uns dann gleich wieder. Scheiße. Warum tut's das? Herzlich willkommen zurück. Kurz vor Partende hat sich das Spiel nochmal aufgehängt. Irgendwas passt da nicht so ganz. Ich habe jetzt versucht, beim Aufnahmeprogramm eine höhere FPS zu machen. Also ich habe jetzt 60 FPS, mit der ich aufnehme. Ich schaue, ob es jetzt besser läuft, aber irgendwie, keine Ahnung.
Ich werde da gerade nicht schlau draus. Vielleicht muss ich das Aufnahmeprogramm nochmal wechseln, weil es doch mit dem anderen besser klappte. Ich habe gerade keinen Schimmer. Gut, ich wollte schlafen gehen eigentlich, damit ich nochmal in Boos Zimmerchen da oben die letzte Truhe aufmachen kann, falls wir es nicht getan haben. Ich habe es vergessen. Naja, auf jeden Fall, wir legen uns mal kurz hin und dann beenden wir den Part bis Mitternacht schlafen. Und dann werde ich nochmal ein paar kleine Einstellungen vornehmen und dann hoffe ich, dass es besser läuft. Keine Ahnung. Ihr Lieben, ja, es ist stockfinster. Das war's halt wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Jeden Augenblick. Ja. Das ist ein schönes Kommentar. Bald muss ich wieder gehen. Noch nicht. Ja, wir hören uns eben gleich beim nächsten Mal. Du bist die Beste. Tschüssi.